Der Anbau von Pflanzen und die Tierhaltung haben sich stetig modernisiert und verändert. Doch in den letzten Jahren hat die Veränderungsgeschwindigkeit zugenommen. Im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit stellen sich Akteurinnen und Akteure dieser Herausforderung und entwickeln in Kooperationsprojekten neuartige Lösungen für die Landwirtschaft. Wie das funktioniert, zeigt das folgende Beispiel. Wir holen in unserem EEP Agri-Projekt internationales Wissen und Erfahrungen zum Thema Agroforst nach Österreich und setzen gemeinsam mit heimischen Landwirtschaftsbetrieben Agroforstprojekte in Österreich um. Unter Agroforst verstehen wir die Kombination von Bäumen auf Kulturflächen. Das können Bäume auf Grünlandflächen sein, wie bei den Streuobstwiesen, oder aber Bäume auf klassischen Ackerflächen, wo zum Beispiel Getreide eben darunter angebaut wird. Meine Beweggründe bei dem Agroforstprojekt mitzumachen, sind in erster Linie das Mikroklima positiv beeinflussen zu wollen. Wie man da jetzt sieht, wenn man unter den Streichern sitzt, es ist einfach angenehmer, es ist im Sommer nicht so heiß. Das wird der Kulturpflanze nicht zugute kommen, denke ich. Windbremsen, Schattenwirkung für die Insekten ist es interessant. Es ist ein Lebensraum für verschiedene Tiere. Nicht zuletzt kann man auch einen Ertrag von den Bäumen nutzen. Zuerst Fruchtnutzung, dann Wertholz irgendwann vielleicht einmal. Und alles zusammen scheint es mir eine interessante Alternative zu sein. Agroforst kann mithelfen, verschiedene Herausforderungen wie Klimaschutz, Biodiversitätsförderung oder ökonomische Fragen des Betriebes zu lösen. Sehr viele Landwirtschaftsbetriebe interessieren sich bereits für das Thema Agroforst und wir können mit diesem Projekt mithelfen, offene Fragen zu klären und sie bei der Umsetzung von Agroforst auf ihrem Betrieb zu unterstützen. Also meine Vorteile durch die Zusammenarbeit in dem Projekt sind in erster Linie der Erfahrungsaustausch, der Gedankenaustausch. Man hat Zugang zu Spezialisten, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, national oder international, Erfahrungen, die zusammentragen worden sind, Ergebnisse. Mithilfe bei der Umsetzung vom Projekt, beim Pflanzen der Bäume, dann Besichtigung der Betriebe gegenseitig. Ja, es kann immer einer vom anderen sehr viel lernen und zusammen kommt man dann auf ein gutes Ergebnis. In unserem EEP Agri-Projekt können wir gemeinsam mit landwirtschaftlichen Betrieben partnerschaftlich Projekte umsetzen und offene Fragen zum Thema Agroforst klären.